Stars wie Kim Kardashian und Bar Raffaeli haben es vorgemacht und soll angeblich Wunder bewirken. Mit der Eigenblutbehandlung das Alter bekämpfen und wunderbar jung aussehen. Vampirlifting tönt zwar grusig, aber die 47-jährige Michaela will es gleich probieren. Ja, also der Alterungsprozess, der macht auch bei mir nicht Halt, leider. Und ich habe mich jetzt mit verschiedenen Methoden beschäftigt. Ich bin per Zufall auf das Thema Vampirlifting gekommen. Ich finde das ganz spannend, weil das eigentlich mein eigenes Blut ist und Botox und alles Mögliche ist eben nicht mein körpereigener Stoff. Und ich möchte einfach keine Chemikalien in meinem Körper haben. Und genau dieser Wunsch wird ihr da in der Swiss Beauty Stage in Uster erfüllt. Denn es soll nicht nur die Falten mindern, sondern wird dazu führen, dass ihre Haut strahlender aussieht, dass ihre Haut straffer wird und insgesamt jugendlicher wirkt. Bevor das Blut abgenommen wird, gibt es für die Michaela eine Betäubungssalbe aufs ganze Gesicht. Während diese Salbe einwirkt, kann die eigentliche Eigenbluttherapie anfangen. Eine Ampulle Blut genügt, das Blutplasma ist dabei am wichtigsten und wird da in einer Zentrifuge rausgefiltert. Durch das Zentrifugieren haben sich da die verschiedenen Schichten getrennt und ich tue jetzt das Plasma mit den Blättchen in die Spritzen aufziehen. Und genau mit dieser Spritze geht die Schönheitschirurgin Nadelfältchen an den Kragen. Also ich habe ja jetzt ein Betäubungsmittel drauf und ich spüre überhaupt sehr entspannend. Ich spüre einen kleinen Druck auf der Haut und ich könnte eigentlich gerade richtig einschlafen. Hat dann die Behandlung mal angeschlagen, sollte die alle 6 bis 12 Monate wiederholt werden. Eine teure Sache bei einer einmaligen Behandlung von 900 Franken. Ich fühle mich frischer, also vom Hautgefühl. Es spannt ein bisschen, aber ich finde, man sieht durchaus was. Jetzt schon. Gut 2 Monate braucht es, bis das Ergebnis zum vollen Tragen kommt. Rein optisch hat sich die 47-Jährige sichtlich verändert und der Michaela gefällt es. Das Ziel war nicht, dass ich völlig faltenfrei werde, sondern das Ziel war tatsächlich, dass ich ein jüngeres, frischeres Aussehen habe. Ich spüre das auch tatsächlich. Meine Haut fühlt sich tatsächlich praller an und das Ziel habe ich damit erfüllt. Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, ihr Ausdruck ist jugendlicher geworden. Wer vom Vampirlifting Wunder erhofft, liegt wohl falsch. Aber für ein natürliches und frisches Aussehen kann die Behandlung durchaus Sinn machen.